Genau, Heft Nummer 4, geistlicher Kampf. Ne? Und die Lektion, die heutige, ist die Nummer 3, Versuchung und Prüfung. Habt ihr gefunden? Seite 17, auf Seite 17. Ja? Lass uns mal zusammen diesen Vers lesen. Bleibt wach und betet, damit ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt. Der Geist ist euch in euch ist willig, aber eure menschliche Natur ist schwach. Matthäus 26, 41. Ja, heute geht es um Versuchung und Prüfung. Zwei ja, Themen, die verbunden sind, aber im Grunde in zwei verschiedenen Richtungen gehen. Versuchung geht in der Richtung, der Teufel will uns in Sünde, zur Sünde verführen. Das ist Versuchung. Und Prüfung ist ähnlich, ich sage mal so. Gott erlaubt, dass wir Probleme bekommen, damit wir wachsen im Glauben. Das heißt, es geht um Probleme. Das heißt, einerseits ne, kommt der Teufel und macht uns Probleme und andererseits erlaubt Gott, dass wir Probleme bekommen. Alles um unseren Glauben zu stärken, ja, weil wenn wir auch die Versuchung dann bestanden haben, wachsen wir auch. Wir wachsen immer. Ne? Dieses Heft geistlicher Kampf lernen wir viel wachsen auch. Ne? Das andere Heft war über den Heiligen Geist. Da lernen wir viel über Wachstum. Das heißt Wachstum durch den Heiligen Geist und jetzt Wachstum. Ja, durch unseren Einsatz. Und darum heißt es auch geistlicher Kampf und aktive Heiligung. Ich will einfach diese Idee bekämpfen, dass Heiligung etwas Passives ist. Weil viele meinen, Heiligung heißt, ja, ich töte nicht, ich breche die Ehe nicht, ich klaue nicht, ich begiere nicht und so weiter. Das heißt, ich mache dies und dies und dies nicht. Und ich möchte zeigen, das ist das Gegenteil. Heiligung ist etwas ganz Aktives. Wir kämpfen gegen den Feind und handeln die gute Werke und die Werke der Gerechtigkeit. Gut, Versuchung auf Seite 18. Ja, was bedeutet Versuchung? Bedeutet zwei Sachen in der Bibel, genau die zwei Sachen, die wir heute besprechen. Das erste, ja, Verlockung oder das Reiz, das zu tun, was in Augen Gottes Unrecht ist, ist das die meist verbreitete Bedeutung für das Wort Versuchung. Ja, da gibt es eine Reihe Texte, die das bringen. Versuchung ist eine Sache, die uns jeden Tag geschieht. Der Teufel kommt und flüstert. Tue das, tu jenes, ne? Schau mal da, schau mal woanders und er versucht uns bestimmte Gedanken zu denken, damit wir nach diesen Gedanken dann auch bestimmte Handlungen machen. Ne? Die Gedanken, die führen zu Handlungen. Das heißt, er versucht unsere Gedankenwelt zu beeinflussen, damit unsere Handlungen verändert werden, damit unsere Art und Weise, damit wir andere Menschen werden, damit wir Gott vergessen und damit wir es nicht mehr so ernst nehmen mit Gott und seinen Worten und so weiter. Das ist Versuchung. Die zweite Bedeutung vom Wort Versuchung, ja, Verfolgungen, Kämpfe und Prüfungen. Ja, Verfolgungen. Das ist auch eine Art Versuchung. Das heißt, die Bibel benutzt dieses Wort. Eigentlich ist es was anderes, aber die Bibel benutzt dieses Wort manchmal, eine Versuchung, um zu meinen Verfolgen, Prüfung. Und ja, warum? Gut, jetzt kommt die Frage, warum erlaubt Gott, dass wir versucht werden? Es wäre viel leichter, wenn Gott jetzt den Satan und die Dämonen sofort gefangen nehmen würde, sofort sie in den Feuersee werfen würde, dann wäre unser Leben viel leichter.
Könnte man denken. Ja, theoretisch ist das sogar so. Wird alles viel leichter. Aber dann wären wir Roboter. Dann wären wir, ich sage mal so, gezwungen, immer das Gute zu tun. Ne? Vielleicht wären da Menschen, die möchten das Böse tun. Nein, aber die müssen das Gute tun. Ne? Die würden sagen, nee, aber das will ich nicht. Ne? Jetzt bin ich nicht frei und so. Ne? Komisch, wie der Mensch immer meckert. Ne? Wenn es gibt das Böse auf der Welt, weil Gott den Menschen Freiheit schenkt, dann meckern die Menschen. Ja, warum gibt es so viel Böses auf der Welt? Aber falls Gott jetzt das Böse rausnehmen würde, dann würden die Menschen sagen, ja, aber jetzt wollen wir was Böses tun, jetzt dürfen wir nicht, jetzt können wir nicht. Ne? Die meckern immer. Die Menschen kann man nie, die sind nie zufrieden. Ne? Die Menschen, die rebellisch sind. Ne? Genau. Und das zeigt die Grundrebellion, die Sünde in den Herzen, weil die Menschen immer unzufrieden sind. Das möchte Gott herausfinden. Ein anderer Grund, warum es dann die Prüfungen, Verfolgungen gibt, das nenne ich sehr oft, weil es ganz wichtig ist für unser Glaubensleben. Ja, nur durch Kämpfe können wir auch Siege bekommen. Es wäre jetzt unlogisch zu sagen, ich bin ein großer Sieger, ich bin ein großer Held, ne, und dann kommt einer und fragt, ja, in welchem Kampf hast du gekämpft und so, ne? Nee, ich habe in gar keinen Kampf gekämpft, aber trotzdem bin ich ein großer Sieger, ne? Das ist dann unlogisch. Das heißt, ein großer Held, ein großer Sieger, er, ne, kann nur so werden, weil er dann durch große Kämpfe gegangen ist. Ganz gefährliche Kämpfe, gefährliche, ne? Und so auch, ja, Versuchung ist gefährlich, weil wir könnten sündigen. Aber ja, durch diese Gefahr wird auch der Sieg dann halt größer. Dann ist es, bringt es mehr, der Sieg, wenn ihr sagt, oh, Halleluja, ich konnte das widerstehen. Diese Versuchung, ne? Die war wirklich von der Hölle, ne? Ihr kennt dieses Gefühl sicher, ne? Ne? Und nur durch die Versuchungen können wir auch unsere Freiheit ausüben, das heißt uns entscheiden, weil jede Versuchung ist eine Frage an der Entscheidung. Wie entscheiden wir uns? Entscheiden wir uns, das Gebot Gottes zu folgen, oder entscheiden wir uns, die Ratschläge des Teufels zu folgen? Jede Versuchung ist eine Entscheidung. Jede Versuchung zeigt, wie wir ticken, was in uns ist, welcher Geist in uns ist, wie viel Fleischlichkeit noch in uns ist. Das wird durch die Versuchung gezeigt. Und das ist wichtig, wegen ja das nächste Punkt, der nächste Punkt und die nächste Überschrift. Wer ist schuld? Das ist total wichtig. Wer ist schuld? Weil, gut, dann Versuchung ist verbunden mit der Frage, wer ist schuld? Das heißt Schuld. Schuld ist eine wichtige Frage, weil es gibt den jüngsten Gericht, wo die Menschen verurteilt werden, ne? Verurteilt werden. Das heißt, es gibt nur zwei Positionen. Entweder ist man gerettet und geht zum Himmel, geht zu Gott. Oder man ist verurteilt, man ist verdammt, man geht in die Hölle. Es gibt hier kein Zwischending. Aber diese Verurteilung, die geschieht nur anhand der Werke oder der Worte, die die Menschen gesprochen haben, die Werke, die die Menschen getan haben. Ne, weil ansonsten könnten die Menschen sagen, ja, ich bin Unrecht zu Unrecht in die Hölle geworfen worden. Ne? Das heißt, Gott muss beweisen, so wie auch in den Gerichten auf dieser Welt, man muss beweisen, dass eine Person böse ist. Anhand von Taten, von Beweise, von konkreten Beweise, dass diese Person wirklich böse ist und gefangen werden muss und ins Gefängnis muss. Und so auch im Gericht Gottes. Gott wird niemand verurteilen,
wegen seiner Gedanken. Ne? Obwohl Jesus gesagt hat, wer ein Mann, wenn ein Mann eine Frau anguckt und böse Gedanken hat, dann hat er in Gedanken Ehe gebrochen. Aber ich verstehe das so, dass Jesus damit meint, dass dieser Ehebruch, ich sage mal so, quasi auf der Hand liegt. Dass das Ehebruch dann quasi das ist, was jetzt folgt, wenn diese bösen Gedanken da sind. Und das will der Teufel, so arbeitet der Teufel. Er produziert oder er stimuliert böse Gedanken. Er flüstert den Menschen Sachen in den Ohr und die Menschen greifen das auf und lassen das gären in ihren Herzen. Und im Laufe der Zeit werden diese Gedanken zu Taten. Und diese Taten sind dann die Grundlage für die Verurteilung im jüngsten Gericht. Weil die Menschen dies und das getan haben, dann werden sie verurteilt und sie sind dann schuld, dass eine Person etwas Böses getan hat oder getötet oder Ehe gebrochen oder gestohlen, gelogen etc. Sie ist daran schuld. Und dann, darum ist wichtig, dass wir das hier verstehen. Viele sagen, ja, aber der Teufel war schuld, dass ich gestohlen habe. Der Teufel hatte mir gesagt, stehle. Ne? Darum habe ich das getan, der Teufel ist schuld. Aber im jüngsten Gericht, dann werden die Personen sowas sagen, sagen, Gott, ich bin nicht schuld, wenn der Teufel hat gesagt, tue das und dann habe ich das getan. Was wird dann Gott sagen? Der Teufel ist frei, uns Ratschläge zu machen. Wir müssen seine Ratschläge nicht folgen. Der Teufel, der greift nicht unsere Hand, wie als wären wir jetzt eine Marionette und legt sie auf fremdes Geld. Nein, er tut das nicht. Warum? Weil dann wäre er tatsächlich schuld. Ne? Wenn jetzt eine Person Gedanken vom Ehebruch hat, dann nimmt der Teufel nicht diese Person am Kragen und schleppt sie zu die andere Person und während diese Person schreit, ich will nicht, lass mich in Ruhe, ich will nicht Ehe brechen. Nein, der Teufel macht das nicht. Der Teufel, er flüstert, er gibt seine Ratschläge, er gibt seine Idee, aber die moralische Entscheidung liegt an der Person, die das tut, diese Worte hört. Und dann sagt, okay, das werde ich tun. Und dann macht sie sich selber schuld. Es ist total wichtig, dass wir das verstehen. Der Teufel ist an gar nichts schuld. Ja, im Grunde ist er an alles schuld, aber er ist gleichzeitig an gar nichts schuld. Alles, was die Menschen getan haben, getötet und alles Mögliche, was die Menschen gemacht haben, sind immer die Menschen, die daran schuld sind. Total wichtig, dass wir das verstehen. Die Verantwortung ist an den Menschen. Aber wie arbeitet dann der Teufel? Er hat eine Methode. Er benutzt unsere Begierden. Er benutzt unsere Begierden. Das heißt, es gibt in uns Begierden, die, ich sage mal so, grundsätzlich nicht, die meisten davon sind nicht böse. Das heißt zum Beispiel, den Wunsch zu essen, ne, das ist nicht falsch, ist keine Sünde. Essen ist nicht Sünde. Aber der Teufel kommt und sagt, ne, wie wäre es, wenn du jetzt 3 Pizzen isst, ne, obwohl jetzt eine genügen würde, um deine, sagen wir so, Kalorien zuzufügen, die du brauchst. Ne. Das heißt, da wird es, sagen wir so, von einem gesunden Hunger wird zur Völlerei. Ne. Ein Beispiel oder jetzt intime Beziehungen, die gemacht wurden für die Ehe. Und dann sagt der Teufel, ne, stell dir mal vor, du könntest noch viel mehr Lust bekommen, wenn du jetzt die Frau vom Nachbarn, ne, ins Bett schleppst und so weiter etc. Das heißt, der Teufel will immer ausbrechen. Der will, dass wir übertreiben, dass wir über den Zaun springen sozusagen. Das heißt, die Sachen, die sind nicht falsch, zum Beispiel, dass wir Geld brauchen, ist nicht falsch. Wir brauchen Geld. Ne? Ich brauche Geld, um in den Supermarkt zu gehen etc.
Aber da kommt der Teufel und denkt, ne, ist das nicht gut, 20 Euro zu haben und in den Supermarkt zu gehen und dann Brot zu kaufen? Ist das nicht gut? Ist das nicht befriedigend? Ne? Und dann kommt er und sagt, wie wäre es, wenn du 1000 Euro hättest oder 10.000 Euro? Wäre das nicht viel, viel besser? Ne? Und wie wäre es dann, ne, eine Bank überfallen oder so? Ne? Das heißt, hier zeige ich, wie der Teufel Sachen benutzt, die gar nicht, im Grunde gar nicht schlecht sind, aber durch diese Übertreibung, dann wird es zu ein Problem. Ne? Natürlich gibt es Sachen, die dann wirklich schlecht sind oder so, wie jetzt Rauchen oder so. Es gibt andere Sachen, oder Drogen nehmen, das sind schlecht an sich selbst. Ne? Niemand nimmt Drogen nur ein bisschen jeden Tag. Ne? Oder, ne? Aber, so, ne? Aber ich sage, der Teufel, der benutzt Sachen, die in uns schon sind. Der Wunsch, Drogen zu nehmen, der existiert in einigen Personen. Warum brauchen einige Personen Drogen? Weil sie viele seelische Verletzungen haben und durch diese Drogen finden sie ein bisschen Linderung für ihren seelischen Schmerz. Aber dann kommt der Teufel und sagt, schaust, du hast ein bisschen Drogen genommen, ne, du bist jetzt ganz zufrieden und so, deine seelischen Schmerzen, die sind weg. Ne, wie wär's, wenn du jetzt nächstes Mal das Doppelte nimmst oder so? Ne? Ein Beispiel. Ne? Das heißt, ich will niemand rechtfertigen, ne, weil wenn man jetzt seelische Verletzungen hat, dann soll man da einen Psychologen aufsuchen. Ne, oder einen Seelsorger und nicht Drogen nehmen, aber ich, ne, spreche einfach so von den Menschen, die Jesus nicht kennen. Ne? Das heißt, ich sage, der Teufel, der benutzt immer etwas, was in uns steht. Wie ein Angler, ne, ein Angler, wisst ihr, er nimmt einen Wurm und steckt das auf ein, wie heißt das, ne, ein Haken, ne? Ganz kleines, der nimmt den Wurm und steckt es auf den Haken. Und der Fisch, der kommt und schluckt den Wurm, aber schluckt den Haken gleichzeitig. Und so ähnlich ist die Versuchung. Der Teufel sagt, schau mal, ne, ist das nicht gut, ein bisschen Geld zu haben, wie wäre es? Ne, und so. Das heißt, er benutzt immer das, was in uns schon steckt. Unsere Lüste, unsere Bedürfnisse und macht, dass wir versucht zu machen, dass wir den Rahmen sprengen, dass wir übertreiben und so. Ne? Ist wichtig, dass wir das verstehen, wie dieses System funktioniert, wie der Teufel arbeitet. Ne? Darum sagt auch Jakobus irgendwo, dass Gott niemand versucht, sondern wir werden selber versucht. Wir werden selber versucht. Genau das meinte. Ja, weil der Fisch, der hat Hunger. Der hat Hunger und will essen und er sieht der Wurm und denkt, oh, ich habe Hunger und da ist ein Wurm. Ne? Total perfekt, ich esse jetzt diesen Wurm. Aber und so funktioniert die Versuchung, was der Teufel macht. Ne? Was? Mhm. Ja, Franziska, ganz wichtige Frage. Das mit dem Vaterunser führen uns nicht in Versuchung. Es gibt Leute, die diesen Fehler machen und sagen und verstehen, das, was wir heute hier besprechen, dass Versuchungen wichtig sind, dass Versuchungen eine Methode, ein Werkzeug Gottes sind, um unseren Glauben zu stärken. Und dann gibt es Leute, die da hingehen und sagen, so Gott, gut, dann schick mir ganz viele Versuchungen, damit mein Glaube ganz stark wird. Ne? Aber das ist falsch. Das ist Spielen mit dem Feuer. Das ist Hochmut. Das dürfen wir nicht machen. Wir müssen das Gegenteil machen. Wir sagen, Gott, bitte schick mir nicht Versuchungen. Ne? Bitte schick mir nicht Versuchungen. Ja, aber wenn Gott keine Versuchungen schickt, wie soll unser Glauben dann wachsen?
Ja, wie kann er dann wachsen? Indem wir selber uns entscheiden zu glauben. Indem wir sagen, okay, ich glaube an Gott. Nicht durch Prüfungen oder nicht hauptsächlich durch Prüfungen, sondern aus meiner Entscheidung. Ich entscheide mich zu glauben. Ich entscheide mich, sein Wort zu gehorchen. Ich entscheide mich, seine Führung zu gehorchen, ohne dass er mich zusätzlich unter Druck setzen muss. Verstehst du? Ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, ne? Aber Gott erlaubt Prüfungen, erlaubt Prüfungen, wenn er merkt, dass wir unser Glaube, ich sage so, lau ist. Verstehst du? Dann erlaubt er uns Prüfungen, die auch jetzt im übertragenen Sinn so eine Art Feuer sind, ne? Prüfungen sind wie Feuer, damit wir wieder heiß werden, ne? Aber wir können aus uns selbst heiß werden, indem wir selber hingehen, uns hinknien und viel beten. Und nicht warten, dass eine Prüfung kommt und dann wir sagen, oh, ich nehme mich hin und bete Gott, hilf mir in dieser Prüfung. Das heißt, ich kann das vorausschauen und sagen, so, jetzt knie ich mich hin und bete, ohne dass eine Prüfung kommt und dann wird mir diese Prüfung erspart. Und wir sollen nicht spielen mit Prüfung. Wir sollen nicht denken, ja, wir sind so stark, ne? Gott schickt mir hier 10 Prüfungen am Tag damit, ne? Und ich zeige dir, dass ich alles mit links schaffe, ne? Das ist Spielen mit dem Feuer, Spielen mit der Gefahr. Das sollen wir nicht tun, ne? Gut. Versuchungen haben einen Ablauf, ne? Der Teufel, der hat so ein System, der kommt immer ganz langsam und das fängt alles durch unsere Sinne an. Durch unsere Sinne. Wir sehen oder hören oder riechen oder schmecken oder fühlen. Wir haben 5 Sinne. Das heißt, alles kommt über einer dieser Sinne. Wir fangen an, Gedanken zu bekommen. Über irgendwas, wie gesagt, gesehen, gehört, gerochen, geschmeckt, gefühlt. Ne? Wir müssen fangen an, Gedanken zu haben. Und dann, ne, dann kommt die Verlockung, dann kommt die Einladung, ne? Die Einladung. Oh, schau mal das, ne? Wie wäre es, wenn du das hast oder wenn du das bekommst? Dann wärst du glücklicher, dann hättest du mehr Lust und so weiter, ne? Diese Verlockung. Der Teufel, der kann das gut machen. Er lenkt unser Blick auf bestimmte Sachen oder Personen, ne? Oder unsere Gedanken auf irgendwas und dann sagt er, wie wär's, ne? Und dritter, Entstehung der Lust in der Seele. Ja, das ist unsere Antwort, quasi unsere Glaubensantwort auf den Teufel. Ne? Weil so wie der Glaube eine Antwort ist auf das Wort Gottes, ist die Lust eine Antwort auf die Verlockung des Teufels, wo man sagt, ja, das wäre eine Idee, das will ich, diesen Gegenstand klauen oder ne, ins Bett mit dieser Person oder so, so. Das heißt, dieses Ja im Herzen, das ist die Entstehung der Lust. Ne? Das heißt, bis hier kann die Sünde noch abgewendet werden. Bevor man das macht, ne, bevor man diesen Gedanken gedacht hat, kann man noch abwenden. Wenn man jetzt Ja gesagt hat, wenn man in unser Herzen gesagt hat, ja, das möchte ich, das will ich, dann ist es zu spät. Dann hat man schon, ich sage mal so, dann hat man schon die Tür geöffnet. Dann hat man schon den Satan geglaubt. Dann ist man schon ein Anhänger von ihm. Ja, weil die Bibel sagt, wer die Sünde tut, ist, gehört dem Teufel. Ne? Im Moment, wo wir Ja zum Teufel sagen, dann haben wir die Tür zu ihm geöffnet. Und dann Nummer 4, die Geburt der Sünde. Das heißt, dann gehen wir hin und machen das auch. Dann klauen wir oder brechen die Ehe oder etc., machen Unzucht, ne? Dann geht es zur Tat, die Erfüllung der Sünde. Gut, die kontinuierliche Ausübung von Sünde hat den geistlichen Tod zur Folge. Ganz klar, kontinuierliche Ausübung von Sünde. Ja, ein Christ, der kämpft gegen die Sünde, kämpft gegen das Böse. Und ich glaube, dass ein Christ auch gegen
das, was die Bibel diese schlimm, ich sag mal, ich nenne die mal schlimmen Sünde. Ich habe das schon öfter gesagt, dass ich dann einen kleinen Unterschied mache zwischen Sünde und Fehler, was die Bibel nicht macht. Die Bibel nennt sowohl Sünde als auch Fehler alles Sünde. Aber darum sagt hier, lass mal sehen, wer sagt das? Johannes, wenn ich jetzt nicht falsch lege, sagt, es gibt Sünde, die zum Tod ist und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Und da sagt er, es gibt zwei Arten von Sünden. Und ich, um das zu vereinfachen, sage ich Sünde und Fehler. Versteht ihr, was hier Johannes sagt? Sünde zum Tod und Sünde nicht zum Tod, dann nenne ich Sünden und Fehler. Versteht ihr? Darum sage ich, weil es auch in anderen Stellen sagt, wer die Sünde ausübt, der ist nicht von Gott. Und wer glaubt, der tut die Sünde nicht und so weiter. Darum, um das hier zu verdeutlichen, sage ich, ein Christ sündigt nicht, aber er tut Fehler. Das heißt, in Epheser 5, 19, da steht, die Werke des Fleisches, und am Ende vom Satz, Vers 21, da steht, wer solche Sachen tut, der erbt das Reich Gottes nicht. Das heißt, das sind diese Sünden. Das sind diese Sünden zum Tod, zum geistlichen Tod. Und die Sünden, die nicht zum Tod führen, das sind die Fehler, die wir trotzdem nicht machen sollen. Wir sollen nicht sagen, das ist nur ein Fehler, okay, kein Problem. Sollen wir trotzdem nicht machen, weil sie jetzt langfristig gesehen uns töten, uns geistlich töten. Ja, weil das sind eine Art, dem Teufel zu gehorchen. Oder ich sage mal so, wo wir jetzt einen Finger dem Teufel geben und der Teufel, dem reicht es nicht ein Finger, er will unseren ganzen Körper, der zieht und zieht, bis er uns ganz hat. Er fängt an mit was Kleines und sagt, ja, was Kleines, kein Problem, und immer weiter. Darum ist wichtig, wir müssen dagegen kämpfen. Versuchung ist nicht Sünde. Versuchung ist nicht Sünde. Das heißt, wenn wir jetzt so einen Anfang eines Gedankes haben, wenn so die Idee kommt, eine böse Idee in uns kommt, auf uns kommt, aber wir haben diese Idee noch nicht gedacht. Das ist noch nur ein Ratschlag, ein Vorschlag einer Idee. Wir haben diese Idee nicht selber gedacht. Die kommt am Horizont, wie ein Vogel, der über uns fliegt, der ist schon ganz nah, aber wir haben diese Gedanke noch nicht beherzigt. Das ist die Versuchung. Der Teufel, der geht um uns herum wie ein Löwe, der brüllt. Das heißt, wenn der Löwe brüllt, das ist noch keine Sünde. Das ist nur die Versuchung. Wichtig, dass wir das verstehen. Früher habe ich mich gequält über diese Gedanken, die ich nicht gedacht hatte. Das heißt, diese Gedanken, die nur im Horizont waren, die sollen wir nicht beherzigen. Die müssen wir abstoßen. Und dann waren die auch nicht Sünde. Ganz wichtig. Wir bekommen Kraft, die Sünde zu meiden. 1. Johannes 3, 6. Hier sind ganz, ganz viele Bibelverse, die auch zu Hause lesen solltet. Weil ich kann hier nicht die ganzen Texte aufschreiben. Ansonsten würde dieses Heft nur aus Bibelverse bestehen. Müsst ihr selber zu Hause lesen. Wir haben die Kraft, Sünde zu meiden, aber sind nicht frei von unabsichtlichen Sünden oder, wie ich sage, Fehlern. Wir sind nicht frei von unabsichtlichen Sünden und Fehlern. Das heißt, es passiert, ohne dass wir merken. Manchmal passiert es, ohne dass wir merken. Die drei Richtungen. Die Versuchung kommt nicht von Gott, sondern aus drei verschiedenen Richtungen, vom Teufel, von der Welt und von unserem Fleisch. Und diese Feinde werden in drei... Ja, Schwester Franziska? Auf Seite 19, wo es steht, die drei Richtungen.
Ja? Drei Richtungen vom Teufel, von der Welt und von unserem Fleisch. Diese Feinde werden wir in den nächsten drei Lektionen thematisieren. Drei Feinde. Wir haben drei Feinde. Und die nächsten drei Lektionen, die heißen, ne, Feind Nummer 1, Mächte der Finsternis. Feind Nummer 2, Welt und Weltlichkeit. Feind Nummer 3, das eigene Fleisch. Das sind unsere großen Feinde. Wie können wir die bekämpfen, werden wir besprechen in den nächsten drei Lektionen. Und jetzt lasst uns zu einem völlig anderen Thema, was ich schon vorher angedeutet hatte, Prüfung. Dafür wäre ganz gut, wenn wir Jakobus Kapitel 1, Verse 2, 3 und 12 bis 16 lesen. Aber das lassen wir, weil wir schon in der Zeit fortgeschritten sind, könnt ihr zu Hause lesen. Prüfung. Die Versuchung ist Verlockung zur Sünde. Und Prüfung ist genau das Gegenteil. Gott will unser Glaube erproben. Er will, dass wir wachsen, dadurch, dass wir kämpfen, dadurch, dass wir dass wir stärker werden. Und manchmal kann die Prüfung des Glaubens sehr direkt sein, wie zum Beispiel das Gebot Gottes an Abraham, seinen Sohn Isaak zu opfern. Ganz direkt. Ne? Gott hat gesagt, tue das, und das Ziel war zu sehen, welchen Glauben Abraham tatsächlich hat. Ganz kompliziert, aber ganz klar, das war eine Prüfung. Und darum heißt auch Abraham der Vater der Glaubende, ja, weil er hat diese Prüfung bestanden, er hat einen großen Glauben, der hat gehorcht, gehorcht. Sie kann aber auch indirekt sein, zum Beispiel Schwierigkeiten und Verfolgung im Leben. Diese Prüfungen dienen dazu, die Echtheit unseres Glaubens zu beweisen. Stefan, würdest du bitte hier Psalm 139, 23 lesen? Erforsche mich, oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Psalm 139, 23. Ne? Wie gesagt, wir sollten das hier nicht übertreiben, so ein Gebet zu machen. Ne, zu denken, oh, ich bin stark, Gott prüfe mich, dann werde ich zeigen, ne, dass ich ein großer, großer Christ bin. Ich meine, diesen Psalm dürfen wir lesen und beten in Demut, Ne? Im Sinne, dass wir beten, ja Gott, ich möchte schauen, ob ich Fehler habe, ob ich Sachen habe in meinem Leben, die dir nicht gefallen, bitte prüfe das, bitte lass mich das erkennen. In diesem Sinn verstehe ich hier den Psalm 139, ne, nicht im Sinne von einer Art Hochmut. Ja, Gott hasst Sünde. Ne? Gott will die Sünde fern von sich, und er will nicht, dass seine Kinder sündigen, aber er möchte schauen, dass seine Kinder stärker werden im Glauben, und darum Gott erlaubt, dass das Böse, dass der Teufel um uns herum ist, ne, und dass es komplizierte Sachen geschehen, die, ich sag mal so, theoretisch die Möglichkeit beinhalten, dass wir fallen, dass wir stolpern und fallen, dass wir sündigen, aber darum kontrolliert das Gott. Er schickt uns nur eine Prüfung, die er weiß, dass wir sie aushalten können, weil er nicht möchte. Er möchte nicht, dass wir sündigen. Er möchte das in gar keinen Fall. Er hasst die Sünde. Darum schickt er uns die Prüfungen, nur wo er weiß, oh, dass wir die schaffen. Aber wenn wir sie trotzdem nicht schaffen, dann muss er im nächsten Mal eine kleinere Prüfung schicken. Das ist auch so eine Sache, wenn Menschen jetzt sehr selten eine Prüfung erleben. Was zeigt das uns? Das zeigt uns, dass diese Person
schwach im Glauben ist, weil Gott denkt, oh, den darf ich keine starke Prüfung schicken, weil er wird sofort fallen. Ne? Und wenn wir viele Prüfungen haben, heißt das, dass Gott denkt, dass wir stark sind. Weil er weiß, oh, den schicke ich eine Prüfung und der besteht die und so. Ne? Das heißt, das ist eine, das ist was Positives. Wenn wir viele Prüfungen haben, dann ist das was Positives. Ne? Geprüft durch Leiden. Es ist nicht biblisch zu meinen, ein Christ sollte nicht leiden. Wenn jemand so denkt, wird er vielleicht vom Glauben abfallen, wenn Prüfungen kommen. Leid ist das Mittel, wodurch der Glaube geprüft, gereinigt und befestigt wird. Ja, ganz klar, das müssen wir aussagen. Leiden ist ein Teil des christlichen Lebens, ist logischerweise nicht lustig, nicht gut, ne? Weil wir die Menschen, die Leid mögen, die sind seelisch krank, die sind Masochisten. Ne? Die haben Lust am Leiden, ne? Ganz kompliziert, ganz illogisch. Ne? Das sind wir nicht. Wir sind nicht Masochisten, nur wir verstehen, dass es wichtig ist, dass Leiden ein Teil des Lebens ist, was uns reinigt. Ne? Durch Leiden werden wir gereinigt und befestigt. Und darum sollten wir auch aufpassen mit bestimmten Aussagen, bestimmten Evangelisationsmethoden, die manchmal benutzt werden, wenn Leute sagen, glaub an Jesus und dann wird es dir gut gehen und Gott wird dich alle Krankheiten heilen, er wird dir von all diesen Bösen befreien und dann wird es dir gut gehen, dein Leben wird nur ein ständiger Sieg sein. Und du wirst glücklich ohne Ende sein, du wirst auf den Wolken laufen und du wirst nie mehr Probleme haben und so weiter und so weiter. Das heißt, alles, was ich hier gesagt habe, ist irgendwie wahr, aber auch irgendwie falsch. Weil wenn man Leute einlädt zu Jesus und denen verspricht, dass immer alles gut laufen wird, dass Jesus alle Probleme lösen wird, da haben die Menschen eine falsche Idee über den Glauben. Jesus löst unsere Probleme, er steht uns zur Seite, er füllt uns mit Freude und alles, so weiter und so fort, aber trotzdem haben wir viele Probleme, weil er kann unsere Probleme nur lösen, wenn wir sie haben. Ne? Er kann unsere Krankheiten nur heilen, wenn wir auch krank sind und so weiter. Das heißt, das ist Teil der Sache. Er kann uns nur aufheben, wenn wir hinfallen. Und darum ist es Teil der Sache, immer fallen und krank sein und Probleme haben. Und durch diese Sache wächst unser Glaube. Die Liebe zu Gott wird demonstriert anhand der Bereitschaft für ihn und sein Reich zu leiden. Wenn wir verfluchen ist nicht das richtige Wort. Wenn wir geprüft werden, dann sollen wir nicht sagen, oh, das gefällt mir nicht, das ist schlecht, dass ich geprüft werde. Ne? Viele Leute, die stellen sich gegen die Prüfung. Die beten, Gott, nimm diese Prüfung von mir. Ne? Gott, löse dieses Problem, bete sofort. Ne? Logischerweise sollen wir beten und sagen, Gott, bitte löse dieses Problem, bitte nimm diese Prüfung weg. Oder wenn eine Person uns verleugnet, dann beten wir, gell, bitte tue, dass diese Person mich nicht mehr verleugnet. Okay, sollen wir tun, dürfen wir tun, aber gleichzeitig können wir danken und sagen, Gott, ich danke dir, dass du erlaubst, dass ich für dich leide, dass ich als Christ verfolgt werde und so, damit ich meinen Glauben zeigen kann und so weiter. Gott ermahnt uns, Prüfungen zu erwarten. Leben mit Jesus ist kein Ferienlager, sondern die Kriegsfront. Wir sind nicht immunisiert gegen Prüfungen. Ne? Sich bekehren zu Jesus ist jetzt keine Impfung gegen Prüfungen. Nein, zum Gegenteil. Ne? Wir sind in die Kriegsfront.
Nelly, würdest du bitte hier diese zwei Verse lesen, Johannes 16 und Psalm 23? Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt, Johannes 16, 33. Und wenn ich auch wanderte im finsteren Todestal, so fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab, die trösten mich. Psalm 23, Vers 4. Ganz klar, ne? Ganz klar, in der Welt werdet ihr hart bedrängt. Ganz normal, hat Jesus schon gesagt, hatte Jesus schon im Voraus uns dagegen gewarnt, es wird passieren. Und auch David hat geschrieben, und wenn ich auch wanderte im finsteren Todestal. Er sagt nicht, ein Christ, der geht nie durch ein Todestal. Nein, ein Christ geht auch durch ein Todestal, aber Gott ist bei ihm. Gott ist bei uns und das ist der Unterschied. Gut, nächste Überschrift, Stärkung durch Prüfungen. Wenn wir wissen, okay, Prüfungen werden kommen, dann sollten wir uns dann am besten vorbereiten. Wie reagieren wir? Wie reagieren wir? Ne, wenn wir wissen, dass Prüfungen etwas Gutes sind im Grunde, dann ist es schon eine gute Vorbereitung. Dass wir denken, okay, die werden kommen, aber ich weiß, Gott als ein guter Vater schickt mir sie, um mich zu stärken. Ne? Welchem Beispiel könnte ich sagen? Ja, vielleicht wie in der Schule. Wie in der Schule hat man auch, muss man auch Prüfungen hinlegen. Und viele Schüler hassen die Prüfungen. Aber die verstehen nicht, dass die Prüfungen wichtig sind, weil naja, dann durch sie hat man auch die Noten, die man braucht, um einen guten Job zu bekommen. Ne? Und so ähnlich im Glauben. Ne? Wir brauchen die Prüfungen, damit ne, wir stärker werden im Glauben. Damit wir, ja, ich sage mal so, auch vor dem Richterstuhl Christi auch dann den höheren Lohn bekommen. Ne? So wie Feuer Gold reinigt, brauchen auch Jünger Jesu Prüfungen, um im Glauben ja, gereinigt zu werden. Nach den Prüfungen sind wir im Ausharren gewachsen. Da gibt es verschiedene Texte, ne, die uns das erklären, dass Gott uns immer weiter führt, immer weiter im Glauben. Lass mal sehen, ob, ja, werden wir hier gleich lesen, diesen Vers. Wie können wir reagieren auf Prüfungen mit Freude? Viele Leute, die werden bitter oder werden selbstmitleidig und sagen, oh, ich armer, werde geprüft und so, ne? Dürfen wir nicht tun, dürfen wir nicht tun. Wir sollen uns freuen. Oder viele Leute, die denken, ja, irgendwann wird alles besser. Ne? Das ist ein falscher Gedanke. Wenn ich sage, irgendwann wird alles besser, heißt es, wenn ich zwischen die Zeile lesen kann, heute geht es schlecht. Das heißt, und das ist ja ein indirekter Fluch. Wenn ich sage, irgendwann wird es besser, das heißt, das gefällt mir nicht, wie ich heute, ne, wie mein Leben heute ist. Aber das ist falsch. Wir sollten in allen Situationen, in aller Lage Gott danken, wenn wir geprüft werden, noch mehr. Ne, weil wann wachsen wir schneller im Geist, ja, durch Prüfungen. Wenn alles gut ist, ne, dann ist es wie bergab. Ne? Okay, es geht leicht. Einfach das Auto, ne, im Leergang stellen und dann geht es bergunter. Dann ist es leicht. Aber wenn der Berg kommt, wenn es bergauf gehen muss und wenn ne, der Motor arbeiten muss, ne, oder ne, wenn wir kämpfen müssen, dann wachsen wir. Ja, darum
mag ich auch nicht bestimmte Predigten, wenn ich bestimmte Predigten höre, die sagen solche Sätze. Ja, es wird besser gehen. Gott verspricht dir, dass er deine Situation verbessern wird, ne, und dass in wenigen Tagen oder Woche es dir viel besser geht wie heute. Dann denke ich, ja, diese Predigt ist an Nichtglaubende gerichtet, ne, weil denen, die an Jesus wirklich glauben, denen geht es immer gut. Auch in Prüfungen, weil Prüfung ist auch was Gutes. Ja, nicht immer verstehen wir. Okay, Schwester Franziska. Gut, ja, ganz wichtig, Schwester Franziska, was du da sagst, ne? Dass Christen viele Leitsituationen erleben, ne? Wie du gesagt hast, einen Verwandten verlieren oder viel Stress in der Arbeit und so weiter. Ich meine jetzt die Prüfungen in erster Linie. Wenn wir jetzt einen Verwandten verlieren, dann sollen wir weinen, wie Jesus. Er hat auch geweint, ne, als er seinen Freund verloren hat. Das sollen wir tun. Wir sollen nicht sagen, nee, wir müssen hier Kopf hoch und Tränen schlucken oder so. Nein, dann dürfen wir, dann ist es uns erlaubt, ist es normal, dass wir weinen. Wir werden logischerweise nicht glücklich, wenn wir jemanden verlieren, aber ich sage mal so, grundsätzlich verzweifeln wir nicht. Die Menschen ohne Jesus, die verzweifeln. Es gibt Menschen ohne Jesus, die dann verzweifeln. Die sagen, mein Leben ist zu Ende, weil ich meine Frau oder meinen Mann oder mein Kind verloren hat. Es gibt Menschen, die wirklich durchdrehen, die wirklich in der Klapse landen, ne, weil sie jemand verloren haben. Ja, okay, ein Christ kann das auch passieren, weil wir auch Grenzen haben. Okay, ich sage nicht, dass ein Christ das nicht passiert, aber ich sage mal grundsätzlich, können wir vertrauen. Da steht es, nicht immer verstehen wir das Ziel der Prüfung. Oft verstehen wir, merken wir, oh, da kommt eine Prüfung, da kommt ein Problem, da muss ich dagegen halten, da muss ich kämpfen. Ich verstehe, dass das, ne, als Endeffekt meine Stärkung bringt, aber manchmal verstehen wir nicht, wie jetzt in diese Beispiele, die du genannt hast, verstehen wir nicht, aber wir können vertrauen. Wir wissen ja, Gott hat die Kontrolle, Gott ist am Steuer, er weiß, warum er das tut. Ich muss vertrauen, dass Gott ein Ziel damit hat, ne? Und Jakobus geht so weit, dass er uns zur Freude rät. Franziska, würdest du bitte hier Jakobus 1,2 lesen? Meinst du mich? Ja. Ja, Schwester. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Jakobus 1,2. Ne? Weil Jakobus hier das, ich sage so, an die Spitze treibt. Er sagt, wenn wir Anfechtungen in Anfechtung geraten, dann wissen wir, ja, Gott, der vertraut uns. Er weiß, dass wir das schaffen werden. Darum erlaubt er uns. Und darum, ne, können wir sagen, danke Gott. Und wir können uns freuen. Achtet es für lauter Freude. Ja, ich denke, das hilft, ne? Weil, ja, okay, Christen leiden wirklich, ne? Unsere Leiden sind nicht gefälscht, wenn wir unter Stress sind in der Arbeit oder jemand verlieren.
Aber trotzdem haben wir eine, ich sage mal, eine Grundfreude. Haben wir die Gewissheit, dass das nicht umsonst ist, dass dort Gott die Kontrolle hat. Der biblische Glaube ermöglicht Freude aus Prüfungen zu schöpfen, dadurch, dass wir ihr Ergebnis kennen. Ja, das hatte ich gerade gesagt. Wir wissen, dass Gott irgendwas im Schilde führt, ne, wenn er Prüfungen erlaubt. Wer ist jetzt dran? Okay, Stefan. Ne? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaft Ausharren bewirkt. Die Standhaftigkeit aber Bewährung. Die Bewährung aber Hoffnung. Römer 5, Vers 3 folgend. Ja, da ist so quasi eine, wie eine Leiter oder eine Treppe mit verschiedenen Stufen, ne? Bedrängnis, Ausharren, Standhaftigkeit, Bewährung, Hoffnung. Das heißt, es geht immer weiter. Umso mehr Prüfungen wir oder Bedrängnisse wir erleiden oder erleben, umso mehr werden wir erprobt in dieses, ja, Ausharren, Standhaftigkeit und so weiter, am Ende Hoffnung. Das heißt, Hoffnung ist ein anderes Wort für Freude, ne, weil Hoffnung heißt, wir wissen, dass wir etwas erwarten, etwas Gutes vor uns liegt. Hoffnung, ja, auf die Wiederkunft Jesu, aber auch auf, ja, dass Gott, wenn diese Prüfungen dann erfüllt wurde, dass er auch eine Lösung gibt. Ne? Gut, ja, es heißt auch nicht, dass Gott alle Krankheiten heilt oder so, aber wir haben eine Hoffnung. Ne? Wenn jemand jetzt ganz krank war und dann stirbt, dann hat es auch ein Ziel, vielleicht andere Menschen zu unterstützen im Glauben. Viele Menschen, die sind krank und die haben so viel Glauben, dass die andere, die sie besuchen, dann Glauben vermitteln. Ne? Das heißt, wir verstehen nicht immer, wie Gott arbeitet, aber umso mehr Bedrängnisse wir erleben, umso stärker werden wir. Das, ne, kann ich sagen, auch aus eigener Erfahrung. Ich weiß nicht, wie sehr ich in dieser Treppe schon hochgegangen bin, aber ich sage mal, ein paar Stufen bin ich schon. Ne? Ich sage mal, Gott sei Dank, weil Gott so gnädig ist, ne, erlaubt er immer Prüfungen, Bedrängnisse in Maße, die wir aushalten können. Neben all diesen Vorteilen und Ergebnissen von Prüfungen haben wir die Verheißung der Krone des Lebens, das Zeichen des Sieges, das Gott denen schenken wird, die den Glauben behalten haben inmitten von Leiden und Prüfungen. Zum Beispiel die Christen in Smyrna. Schwester Nelly, würdest du bitte lesen? Von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Drangsal haben, 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Offenbarung 2, Vers 10. Halleluja, Halleluja. Ja, der nächste Satz hatte ich schon einige Male heute erwähnt, dass Gott uns, ja, nach 1. Korinther 10, 13 keine Prüfung erlaubt, die wir auch nicht theoretisch aushalten könnten. Das ist die Verheißung, 1. Korinther 10, 13. Und wichtig ist, dass wir das verstehen. Gott möchte, dass wir geistlich wachsen. Und das geschieht, ich sage mal so, schwerer, wenn
alles immer gut geht, wenn immer alles glatt läuft und wir immer alles haben, was wir brauchen und immer gesund sind, etc. Viel leichter, viel schneller geht unser geistliches Wachstum, wenn wir Bedrängnisse, Prüfungen, Leiden haben. Normal. Wenn wir den biblischen Glauben verstanden haben, dann haben wir das, dann können wir das auch verstehen. Halleluja. Amen.